Und stillgestanden, hier spricht wieder der Captain und willkommen zurück zu Hearts of Iron 4. Der Captain lernt von den Besten der Besten der Besten. Und wie man mir bescheinigt hat, brauche ich scheinbar nicht mehr wirklich so viel Hilfe. Ich habe die Prinzipien dieses Spiels jetzt endlich verstanden und gehe quasi voran. So, und ich drücke gleich mal wieder auf Weiter. Mal kurz reinschauen, was jetzt demnächst ist. Okay, Artillerie 5 wird bald da sein. Gut, dann wird die auch nochmal stärker. Verbesserte Raketentriebwerke dann auch bald. Atombomben, 576 Tage. Also, kriege ich die gerade so? 1945, also. Muss ich damit Japan wahrscheinlich eindecken, ganz zum Schluss, ne? So, was ist hier unten? Das Wichtigste ist, glaube ich, irgendwo hier unten versuche ich noch Neuseeland zu kriegen. Wenn Neuseeland draußen ist, wird höchstwahrscheinlich es eine Friedenskonferenz geben, ne? Deswegen noch so viel wie es geht erobern, damit ich noch mehr Punkte kriege, das und das. Und deswegen ist es eigentlich gar nicht so schlimm, wenn wir Neuseeland nicht sofort erobern. Wir können ja die Hauptstadt ein bisschen stehen lassen wahrscheinlich, wenn wir die untere Insel erstmal erobern. Auf jeden Fall brauchen wir nicht unbedingt alles da erobern. Was natürlich gut wäre, eine Friedenskonferenz, wir bräuchten da nicht mehr so viele Truppen für den ganzen Widerstand. Nämlich der fängt nämlich hier auch schon so langsam an in diesem Gebiet. Auch wenn das Deutsch-Indien ist. Und ich glaube, ich habe... Muss ich nochmal bei den besetzten Gebieten vielleicht was einstellen? Ja, ich glaube, ich muss da noch was einstellen. Dass ich bei einigen besetzten Gebieten halt wieder auf locker einstelle, damit die mir nicht anfangen zu rebellieren. Irgendwas habe ich jetzt noch vergessen. Ja, hier beim Jemen. Dann kriege ich zwar weniger Fabriken, aber ich habe, glaube ich, eh genug Fabriken hier. Brauche ich die nämlich nicht. Die andere Hälfte von Deutsch-Indien ist nämlich auch hier sehr gelb. Widerstandsstärke 0,4. Das ist aber alles im Rahmen. Alles im Rahmen. So, und hier haben wir jetzt auch alles grün quasi. Sprich, hier haben wir eigentlich eine gute Versorgungslage. Okay. Gut. Die gehen dahin, die gehen dahin, die gehen dahin. So. So, eigentlich in ein paar Tagen jetzt Kolumbien angreifen können. Da stehen 33 Truppen hier an der Ecke von Kolumbien. 34. 5 Tage noch. Das wird ein harter Kampf werden, hier durchzukommen, durch dieses Nadelöhr. Wie sieht es denn bei euch aus? Ist euer Plan eigentlich gut? Jawohl. Haben die Truppen hier was aufgebaut? Planungsbonus? Jawohl. Nochmal 4,1, maximal ist 34. Okay. Gut. Und, ups, ich habe vergessen, ich darf ja hier noch was erforschen. So. Das ist gut. Fertig. Alles klar. Panzer. Das hier. Den hier. Den hier. Sagen wir August 43. Den hier. Neue Ausrüstung, damit ich den noch kriegen kann irgendwann. Das dauert hier, der braucht viel zu lange hier. Ein komisches Auto da, ne? Ist natürlich toll mit den Auswirkungen hier. Infanterie, mechanisierte Infanterie, nochmal mehr. Obergrenze Produktion, Anstieg Produktionsleistung 43, 89, 119. Ich glaube, das können wir nochmal machen, dann produzieren wir nochmal schneller nach. Ich glaube aber eigentlich... Ich wäre nochmal mit dem Flugzeug hier richtig, aber das sind 144er...
Der wäre halt wie Details anklicken, 1200 Reichweite, 1000, 1200, dann hätte er noch mal 10% mehr, 1300 Reichweite. Die Schwalbe hat 1200, die Ho hat 2200, denn der hat ja schon so viel nur. Okay, Reichweiten sind die anderen natürlich besser. Düsenantrieb bringt mir noch nichts. Ich denke mal, die Focke können wir noch auch machen. Ne? Technologie ist aber uns etwas voraus. Und da die uns voraus ist, nehme ich dann jetzt doch lieber hier die Forschungsdauer von den Pionieren. Dann sind sie ein bisschen besser verschanzt. Und Angriff über den Fluss geht besser. Ja, natürlich. Komm, hopp. Das ist doch das perfekte ausschlaggebende Detail. Dass Angriff über den Fluss nochmal 10% stärker ist. Also, hier müssen wir so schnell wie es geht durch. Vor allen Dingen hier oben lang, damit wir auch die Holländer mal schnell platt machen können noch. Na, wann soll denn jetzt hier Kriegsbeginn sein? Am 2 Tagen, am 13., nee, am nicht am 13., am 26., okay? Tuka, tuka, tuka. Und ich hab die Flugzeuge hier nicht drauf. Ach nein. Hier oben sind sie noch. Das sind Jäger, alles klar. Einmal hier runterdüsen. Dann, wo habe ich noch Flugzeuge? Hier habe ich noch ein Tausender Stack. Ihr könnt nach da fliegen. So, das ist auch Jäger, Jäger. Dann haben wir hier noch 360. 400. Das sind luftnahe Unterstützung, das ist gut. 400, ihr könnt noch mal dahin. Und das ist auch Unterstützung. Dahin. So, alles klar. Solltet euch mal ein bisschen bewegen. Wie immer kommt das Flugzeug zum Start der ganzen Sache zu spät. Wir werden sehen. Ja, wie üblich, wir dürfen nachts starten und die Luftfahrzeuge sind, doch, die einen sind schon da. Okay, gut. Also, dann darfst du mal dieses Gebiet. Nee, das. Dieses Gebiet. Die Flugzeuge sind auch da. Einer darf im eigenen Gebiet bleiben und der andere geht ins andere Gebiet. Sehr gut. Dann haben wir hier auch noch mal, ach, 160 normale Jäger. Okay, ihr dürft auch hier im eigenen Gebiet sein. Gut, damit passt das. Und jetzt, ja, danke. Krieg erklären, Kolumbien. Oh, das sieht rot aus. Ihr 24, euer Plan kann in Gang gesetzt werden. Dschungelschlacht in Bogota. So, nachdem das gemacht worden ist, kann ich jetzt quasi eigentlich den nächsten Krieg anvisieren und das wäre hier Oman, damit ich diese Halbinsel dann halt frei habe. Kriegsziel rechtfertigen. 25 Tage sogar nur, alles klar.
kein Bündnis. So. Kabul ist in keinem Bündnis. Nepal ist in keinem Bündnis. So. Die hier sind auch in keinem Bündnis. Gut. Aber wahrscheinlich die hier, ne? Ob der eigentlich nationalistisches Xinjiang? Wo ist denn das eigentlich? Ist das hier unten? Was hat der hier? Ist der hier in einem Bündnis? Achsenmächte. Ah ja, gut. Du gehörst zu mir. Ich sehe von euch nur nirgendwo eine Hauptstadt. Doch hier. Ürü, glü, glü, ügü, gü. Okay, du gehörst auch zu den Achsenmächten. Okay. Werden wir dann machen. So. Jetzt schauen wir mal. Kolumbien. Wie geht's voran? Britisch-Neuseeland. Kolumbien ist den Alliierten beigetreten. Okay. Das sieht schon mal nicht gut aus, wie die da jetzt da gerade angreifen. Die verlieren hier scheinbar, oder? Luftgeschwader ohne Mission. Was haben wir hier? Ein Jäger. Nee, da. In Bereitschaft. Jawohl. Und nochmal. Gut. Aber hier inzwischen noch mehr. Mittelamerika? Nein. Auch darüber. Mal echt gucken, was habe ich hier auf meiner Seite? Nachschubmangel minus 50%. Was hat der hier? Häuserkampf. Schlitzohr. Luftüberlegenheit des Gegners. Stapelmalus. Okay. Entschlüsselungsvorteil. Jawohl, das ist gut. Ich kann halt hier nur mit zwei Einheiten reingehen. Er hat halt hier so viele. Die muss ich halt dann immer erst niederringen jetzt. Also sehen wir doch dann, was passiert. So, wir könnten eigentlich hier noch, nachdem die da sind, na gut, die sind ja noch am Marschieren. Aber ich fürchte, das wird eine blutige Angelegenheit werden hier. Eine blutige Sache wird das werden hier, unser Angriff. Ah, es ist schon gelb. Ja, zwischendurch schon mal gelb geworden. Weil die Flugzeuge jetzt eingetroffen sind. Jawohl, die Luftunterstützung ist da. 17 Schaden an Stärke verursacht. Die haben bisher bei uns immer noch. Jetzt wird es langsam grün, okay. Ja, unsere ersten Truppen müssen wahrscheinlich jetzt gleich wechseln, ne? Ah, gut. So ist das halt an der Stelle. So, arabische Halbinsel, was ist hier? Widerstand da unten. Okay. Widerstand, Widerstand. Was sagt unsere Truppe hier unten für Neuseeland? Die Panzertruppe ist wahrscheinlich fertig, ne? Ach, hier oben hat die ja noch mal, sind ja nochmal Panzer. Wo können die eigentlich hin? Die können auf der Nordinsel anlanden dann, oder? Seeinvasion? Von dort bis... Hier oben. Hier. Na gut, die Ecke ist auch in Ordnung. Gut. Damit braucht der jetzt. Wir benötigen 36 Sekunden. Wir haben nicht genügend Spionageinformationen.
Sonderlich Freunde. Tasmanisches Meer. Okay. Fehlt uns da. Ach, ja. Okay. Meine Schiffe. Wo sind die eigentlich? Wo sind eigentlich meine Schiffe? Meine Marine. Wo ist die eingesetzt? Ach, hier hinten immer noch. Okay. Und was mit anderen? Der Kriegsmarine? Hat die überhaupt einen Befehl? Suchen und vernichten. Aber wo? Und die Heimatmarine? Was hat die für einen Befehl? Welche Gebiete sollst du denn jetzt abdecken eigentlich? Na gut, also das passt nicht. Also Kriegsmarine. Kriegst den Befehl. Suchen und vernichten. Ach, wieder falsch geklickt. Suchen und vernichten. Hier. Hier. Ja, in den zwei Gebieten. Damit habe ich sie eingeschlossen. Genau, eigentlich noch fernsüdöstlicher Pazifik auch noch. Nee, komm hier oben. Noch das Gebiet. So, dann ist die eingesetzt. Was macht die Heimatmarine jetzt? Die sorgt, ach, die sorgt hier für Schutz, ne? An unseren Hauptkonvoi-Strecken. Genau. So, damit die dort auch funktionieren. Sehr gut. Ja, wenn man sowas mit der Marine außer Acht lässt, ne? Also ich habe ja nicht wirklich viel drauf geachtet. Oh, okay. Zwei Stück haben sich zurückgezogen. Hier sind es noch 35. Es sind jetzt mehr geworden. Och, Leute. Ich glaube, ich muss ein... Ich muss das hier irgendwie ein bisschen anders noch machen. Da habe ich, wo habe ich ihn? Hier hat die noch Panzer. Genau, 9 Stück. Ah, was macht er denn da? Ich will nicht alles Mögliche an Leuten jetzt hier. Ich will 8 Panzer. Hier. 8 Panzer. Wenn ich die jetzt hier unten einfach nur hier rüber gehen lasse, dann dauert das 28 Tage. Ist zu viel. Bis der unten ist, ist ja auch noch mal Zeit vergangen, ne? So. Wenn ich jetzt 1, 2, dann nehmen wir den 8er, den 7er, den 6er. 3 Stück. Na, 2 reichen eigentlich. 2 Panzer, 3 Panzer, 1 zur Versorgung, zur dritten, zum Nachschub, so. Und dort... Nach dort 3 Stück. Wie lange braucht der für 3 Stück? 10 Tage. Okay, das ist besser. Okay, dann machen wir die 3 da unten. Dann müssen die halt noch hier runter schippern. Und ich glaube, ich muss die Heimatmarine dann auch hier unten als... hier unten mit in diese Gebiete schicken. Okay. Rechts klicken, so, und damit haben wir jetzt diese Ecke abgedeckt mit den Schiffen. So, machen wir mal schauen, dass das passt. Weil die wehren sich hier nämlich schon ganz gut, muss man echt sagen. Die haben halt echt
Ja. Da sieht man auch nicht mehr, ne? Organisation geht bei uns runter, bei denen nur schwach, ne? Die haben sich echt gut eingegraben hier. Bei denen. Ich mache da bisher gar nichts, ne? Bleiben sie wieder stehen, okay? Na komm. Naja, wir werden sie mal beschäftigen, damit ich sie dann auch kriegen kann. Eigentlich könnte ich, kann ich mit dem anlanden hier? Hier haben wir doch auch noch, hier haben wir doch schon mal zwei Truppen noch. Die könnten wir doch eigentlich auch benutzen, oder? Die zwei in die Panzertruppe. Wo ist denn die Panzertruppe? So, dann habt ihr nämlich nicht mehr diesen anderen Befehl. So, dann könnt ihr eigentlich von diesem Hafen aus eine Anlandung in diesem Gebiet planen. Das braucht wie lange? Nochmal 7 Tage. Gut, dann macht das bitte auch. Damit wir nochmal ein bisschen links, rechts vorbeikommen. Müsst ihr euch jetzt erstmal darüber begeben. Die Schiffe müssen auch langsam kommen. Braucht halt alles seine Zeit. So. Was macht denn jetzt eigentlich Neuseeland hier? Der braucht noch 27 Tage. Der braucht noch 9 Tage. Der steht mit seinen Truppen wo? Hier oben. Ach, genau. Ja. Und du kriegst hier einen Du bist Teil der Achsmächte. Ja, ich weiß. Jawohl. Ne? Deswegen. So, kriegst du hier einen Befehl am Ende? So, so aufgestellt zu sein. Schon wieder freie Zivilfabriken, okay? Wie viele freie haben wir denn? 10 Stück. Wie weit sind wir mit den Raketen? 25 Tage bis zum... Bis zu welchem? Fortschrittlichen Raketentriebwerken, okay. Aber die Raketen sind eigentlich, glaube ich, gar nicht so pralle. Muss ich einfach mal sagen, die sind gar nicht so pralle, die Raketen. Die zerstören halt Infrastruktur und so. Also eine Atombombe ist, glaube ich, wesentlich interessanter bei der ganzen Sache. Ihr seid immer noch am Laufen. Bis ihr mal durch ganz Australien gelaufen seid, ne? Hier oben ist noch am... Ah ja, die Panzer sind ja schon fertig. Gut. Können die ja schon mal aussortiert werden. So. Farbe.
Die hatten wir auch schon. Wir hatten alle Farben schon irgendwie. Komm. Ihr werdet die Herzzimpanzer. Und ihr bekommt den Reinhard als Panzerkommandanten. Und ihr werdet wo aufgestellt? Irgendwo, wo ich schnell eingreifen kann. Ihr werdet hier aufgestellt, dann kann ich hier die Küste entlang fahren. So. Den Rest hier, ach ja, ihr seid auch bald fertig. Gut. Was ist das? Freiwillige entsenden, fordern von Peru. Peru möchte uns 2 Freiwillige senden. Na gut, okay, komm, schick uns 2 Freiwillige. Ah ja, die sind ausgestattet. Okay, das heißt, ich kann jetzt eigentlich hier mit dem Ganzen. Den ganzen Infanteriedivision hier wieder eine Armee bauen. Ja, ist ja gut. Immer schön einzeln. So. Zack. Die Armee. Die 19. Armee. So, kriegt auch einen ordentlichen Kommandanten, den Herrn Jodl. Ja, Jodl. Und was macht ihr? Ihr stellt euch an die italienische Grenze und arbeitet einen Plan aus, um bis hier unten nach Rom zu kommen. So. Das ist richtig. Und damit hätten wir nur noch 16 Fallschirmjäger hier drin, die auch noch trainieren müssen. Gut. Und diese beiden könnten wir jetzt einem neuen Kriegsschauplatz zuwenden, den ich Italien nenne. Italien, die auch einen. Puh, haben sie noch irgendwen? Haben wir noch irgendwen hier? Nee, wir haben niemanden mehr. Dann kriegen sie keinen Oberkommandanten, dann bleiben sie halt so. Dann ist das wenigstens auch geklärt. So, Freiwillige unterwegs. Was macht unser Kampf hier? Was machen die? Können die los? Wir haben noch nicht die Meereshoheit. Die Schiffe sind noch nicht da. Widerstandskarte. Amerika scheint relativ clean. Ja, da ist auch nichts. So, hier habe ich jetzt wenig Widerstand. Da unten ein bisschen. Oh, hier unten wird es übler. Plus 58%. Okay, das ist nicht gut. Das heißt, eigentlich müsste ich plus 58%.
braucht er, bis der da unten ist? 25 Tage. Die Panzer sollen darüber. Wie lange brauchst du, bis der da unten ist? 16 Tage. Dann sage ich mal, einer geht in die Stadt, der andere geht in die Stadt. So, dann müssen die halt ein bisschen Ordnung sorgen dafür. So. Hier kommen auch Einheiten an. Na gut, vielleicht helfen die ja auch gleich, das alles hier zu besetzen. Ich wollte... Ja, es läuft weiter, genau, ne? Passt. Ja, wie schnell die hier unterwegs sind. Hier geht das ganz schnell. Da hat er auch sogar einen Panzer da stehen, ne? Muss ich mal gerade mal die Logistik angucken. Wie viele von den... Ich jetzt habe 1400. Okay, das ist nicht viel. Produktion. Okay, die Restproduktion ist jetzt aufgebraucht. Okay, jetzt verbraucht er wieder. Und ich verbrauche wieder deutlich mehr Stahl, als ich kriege. Welche da? Okay. Wo sind jetzt die? Na, stopp. Es geht nicht anders. Ich muss immer stoppen, wenn ich irgendwas einstellen will. So, du darfst hier mal diesen kleinen Platz nehmen und du darfst hier auch mal einen Plan machen, um La Spezia einzunehmen. So. Und die Armeetruppen da, das sind 5 Panzer sind noch dort. Da sind 3, okay. Die brauchen jetzt noch wie lange? Nicht genügend Spionageinformationen, okay. Und er hat hier schon weniger Truppen, okay. Also man merkt schon, es die entweder lösen die sich auf oder verzieht sich ins Hinterland zurück. Auf jeden Fall hat er da schon weniger Truppen. Wenn ich jetzt nur die angebe. Ja, warum kommt eigentlich die Marine nicht in die Pötte? Wo ist denn die Heimatmarine? Da ist sie. So. Wie lange braucht ihr denn, bis ihr da drüben seid? Monate braucht ihr dafür. Die breiten die Luftlandedivision halt vor, die Seeinvasion vor, aber die Marine kommt nicht zu Pötte. Und die Kriegsmarine, wo ist die? Da. Ah ja, die ist jetzt schon bei den philippinischen Seen. Okay, das heißt, die könnte hier unten bald eintreffen. Okay. Alles klar. Oman darf jetzt auch eingenommen werden. Gut. Dann nehmen wir jetzt hier für Italien auch noch Oman ein.
Das sind die falschen Panzer. Das sind die falschen Panzer. Das sind die falschen Panzer. Hä? Das sind die falschen. Welche Panzer sind denn das jetzt hier? Ja doch. Sind doch die richtigen hier, ne? Eins. Drei. Vier. Fünf, sechs. Ach so, zwei Stück sind da hinten geblieben. Deswegen, okay. Na gut. Okay, Kriegsziele. Durch die Niederlande wird hier irgendwas garantiert. Ja, Niederlande, du kannst überhaupt nichts garantieren. Du kannst einfach nichts garantieren, Niederlande. So, und du bist nicht da oben, sondern hier unten. So, das heißt, die acht Panzer können loslegen. Die 24 anderen Truppen hier können auch loslegen. Die sind da. Die sind da. Und ihr seid da. Wie viele sind hier unten? Sechs Divisionen. Gut, bis auf die zwei. Und dann, was ist denn dann das nächste Ziel? So. Das nächste Ziel ist dann wirklich oben Demokratische Republik Kabul. Ach, die kann ja sogar schon in 10 Tagen angreifen. Jawohl, komm, zack. Gleich mal reinnehmen. Wenn die so schnell sind, muss ich aber mit dem Oman jetzt mich beeilen. Also, 10 Tage, Oman. So. Oman ist auch den Alliierten beigetreten. Wie schön. Hauptsache, ihr bleibt immer mit den Alliierten alle drin. Bloß keiner Frieden macht vorher, ne? Die Neuseeländer werden euch schon retten, ne? Genau. So, die zwei Einheiten hier. Gut, das läuft automatisch. Alles klar. So. Wie sieht's hier aus? Ja, okay. Wie sieht's mit den Schiffen aus? Wo bleiben sie? Mann, ihr steckt immer noch da drüben. Ey, sagt mir, spinnt ihr oder was? Da stimmt doch irgendwas nicht. Kann doch nicht wahr sein, dass die hier die ganze Zeit hier oben bleiben. Ist irgendwas mit den Schiffen oder was? Sind die jetzt reparieren? Nein, ihr sollt nicht repariert werden. Ihr sollt... Ich weiß jetzt nicht, was das hier soll. Sind die in einem Kampf? Die sind doch auch nicht in einem Kampf hier. Und ihr müsst euch doch irgendwie mal ein bisschen bewegen. Bewegt sich alles Mögliche, nur die Flotte nicht. Steuerung rechtsklick, um den Auftrag abzubrechen und an den Ort zu gehen. Mhm. Die zwei Divisionen, die Peruvien versprochen haben, Panama erreichen und unterstützen uns im Kampf. Okay.
So, jetzt nochmal. Suchen und vernichten in diesen beiden Gebieten. Und ihr habt sogar den Panama-Kanal dazwischen. Das heißt, ihr könnt da wunderbar hin und her gehen. Okay, so langsam habe ich hier auch Fortschritte. So, was sagt denn jetzt der... Ja, der nicht, der hier. Kann der loslegen? Kann er nicht. Nicht genügend Informationen hier. Er kann nicht loslegen. Das ist echt unglaublich. Weil diese doofe Flotte nicht da ist. Fliegen. Die Flieger, die sind jetzt wenigstens da. Das passt. Ah, jetzt hat er einen Gegenangriff versucht. Okay. Also langsam mache ich auch mal mehr Schaden hier, ne? Die schleppt sich da verzweifelt hin. Afghanistan. Ach, weil die ihr Einheiten haben. Okay, diese Einheiten. Provinz eintreffen. Okay. Naja, gut. Harte Kampf an der Ecke. Was macht jetzt noch hier Oman? Oman ist eigentlich geschlagen. Ne? Zack. Zack. Ja, und damit ist der Oman geschlagen. Noch der letzte Panzer, der noch den Rest einnimmt. 2, 3 und Ende. Ja, Oman hat kapituliert. Und wir haben aber leider nichts gekriegt und die Ländereien werden Italien zugeschlagen, weil die hier direkt angrenzen und dementsprechend haben wir sie halt für die erobert. Macht ja nichts. Da ist noch ein Hafendurchpass, aber gut. So. Kann ich jetzt quasi mit den restlichen. Das sind die. Der und der sind oben geblieben und die anderen. 6 nicht. Die können im Prinzip schnell noch. Da ist was. Können im Prinzip schnell noch hier lang. So. So. Machen wir es mal so. 6 Stück. Es ist aber wieder ein Lärm hier, also ehrlich. Das ist... Boah. Was hier für ein Lärm immer ist. So, und dann haben wir noch diese Truppen. Alter Befehl, ihr braucht euch nicht zu bewegen. Ihr könnt aber eigentlich... euch mal hier um Nepal kümmern. Und schon mal Pläne machen und das einnehmen, damit wir hier die Ecke auch haben. So. Ja, freie Zivilfabriken schon wieder. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich bauen soll. Ich muss wahrscheinlich noch mehr Infrastruktur bauen hier. Das muss ich jetzt wahrscheinlich wirklich mal gucken. So, Infrastruktur. So, wo fehlt mir denn Infrastruktur? Blaues Vollausbau. Hier ist sehr wenig. Hier ist gut ausgebaut. Komm, da können wir noch mal einmal hinsetzen. Deutsch-Indien darf ich nichts ausbauen. So. So. Und zack, zack. Hier, das ist auch Deutsches Reich. Ach, das ist auch schon voll ausgebaut hier. Okay. So. Ah, da gehen sogar hier die Stahlvorräte gut hoch, ne? Hier auch. Hier auch. So. Und hier dann natürlich auch nochmal. Und
Das. Welches Gebiet ist denn das jetzt? Ach, da. So. Das ist hier aber wenigstens mal ausgebaut. So. Müssen wir eigentlich Vollausbau machen, die ganze Ecke. Damit wir hier auch ordentlich durchkommen dann, ne? Zusammen mit dieser Ecke hier. So, so, so. Zack, zack. Hauptsache, wir haben hier gut ausgebaut. Eins, hier ist der totale Schwachsinn hier mit dem Ausbau, ne? Irak war eigentlich gar nicht so schlecht ausgebaut, aber die gar nicht, ne? So. Ja, hier, die sind alle auf gelb, die müssen auf blau, damit wir hier an der Grenze gut ausgebaut haben. Und jetzt noch so bis zur Küste. So. Ich denke, das passt. Ja, das ist ausgebaut. Dann Ausbau hier. Warum hat der da nichts ausgebaut? Hätte man doch direkt machen können. Und jetzt ist auch genug hier im Bauen. So, die ganzen anderen, die werden auch bald fertig. Gut. Dann werde ich jetzt auch nicht mehr so viel beim Bauen brauchen. So. Das hätten wir. Irgendwas vergessen wieder? Nee, ich glaube nicht, ne? Lass uns weiterlaufen hier. Zack. Langsam kommt Winter rein. Das sind zumindest schon mal nur noch 28 Einheiten, wobei die Organisation auch schon ganz gut verlieren. Schiffe. So langsam bewegen sie sich. Ich sehe sie. Sie bewegen sich. Ja. Die Schiffe bewegen sich. Sie kommen. Endlich. Boah. Hat aber auch eine Weile gebraucht. Bis die Schiffe kamen, ne? Jetzt fährt er nicht darüber, sondern erst hier runter. Um dann von hier aus, ah ja, schneller hier rüber zu kommen oder was, ne? Na Wahnsinn, echt jetzt. Echt Wahnsinn. Bis die Schiffe eingetroffen sind, brauche ich es wahrscheinlich nicht. Oh doch, er hat jetzt wieder... Oh, er hat da jetzt schon wieder deutlich mehr. Ja, Stellungskampf. Wir haben Nachschubprobleme. Eher nicht so. Aber seine Einheiten sind auch schon ganz schön runter. 1, 2, 3, 4. Organisation schlecht. Und seine... Na gut. Er hat halt jede Menge Reserven. Ne? Ich habe halt nicht so viele Reserven wie er. Aber die Schiffe kommen so langsam an. Und die Panzer? Nee, Moment. Okay. Die Panzer sind da. Aha! Und es geht los. Jawohl, es geht los. Die Panzerangriffe können langsam losgehen. Da gucke ich doch jetzt mal genau zu. So, zack, zack, zack. Die Schiffe sind noch nicht da. Aber offensichtlich genug, dass er den Plan loslegen kann. Jetzt muss er nur sehen, dass er an Bord kommt. Okay, wir kriegen erstmal das Teil. Elsaß-Lothringen wird eingegliedert. Und wir dürfen das nächste Land erobern. Und kann ich jetzt hier noch irgendwas machen? Ich kann hier den Anti-Kompakt machen. Der bringt mir gar nichts mehr. Mit Japan anfreunden bringt mir auch nichts mehr.
Die Reichskommissariate bringen mir, glaube ich, erst recht nichts mehr. Und ich kann jetzt eigentlich noch sagen, die Bauindustrie ist das Beste, was mir passieren kann. Um die ganze Unterdrückung von Widerstand ist auch nicht schlecht. Aber ich sag mal, die Bauindustrie würde, glaube ich, mir besser gefallen. Und die ganze Infrastruktur ausbauen. So, dann geht das nämlich noch schneller. Verfügbares Kriegsziel hier drüben. So, müssen wir gerade zählen. Wenn der jetzt angreift mit dem, hat er einen Plan von 70%. Und die haben hier einen Wert von 33%. Besser geht's nicht. So, du hast gar keine Prozente. Die haben schon einen Planungs... Obwohl die noch da hinten sind, haben die schon einen Planungsbonus aufgebaut. Okay. Das ist ja echt genial, dieses Spiel. So. Aber ich glaube, ich muss Kabul dann auch gleich den Krieg erklären. Gut, Kabul auch den Krieg erklärt. Dann ist es das nächste Ziel. Glaube ich jetzt Nepal dran. Kriegsziel rechtfertigen. Nepal 25 Tage. Jawohl. Kein Bündnis. Gut. Ja, da müssen die aber erstmal rüberkommen jetzt innerhalb von 25 Tagen. Also, dann. Nee, Mizi, du brauchst jetzt nicht hier auf den Tisch kommen. Das ist jetzt gar nicht gut. Ich bin jetzt hier mitten im Krieg machen. So. Also, du darfst deinen Plan ausführen. Dann bist du da. Und ihr dürft direkt mal bis nach Kabul vorstoßen. Ich hoffe, das passt. Jo. Und die Lilanen, die hier unten stehen... Ihr könnt euren Plan auch ausführen. Wo sind sie denn eigentlich jetzt? Da! Damit die auch da hochkommen. So. Also, Angriff auf Kabul. Ah, stopp. Ja. Oh, die sind komintern beigetreten. Okay. Faschenjäger sind so. Okay, gut. Ja, man merkt aber auch, dass ihr schwach seid. Schon überall sieht man gleich, zack, 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 ein paar gezielte MG-Salven sind sie weg. Die Panzer dringen da oben durch. Unten jetzt mal gerade nicht so gut, aber oben dringen sie weiter vor. Ja. Und wir haben die verbesserten Raketentriebwerke. Jawohl, damit haben wir die V2. Die kann immerhin schon 640 Kilometer weit fliegen. Und das gibt Upgrades für das hier, aber das ist unwichtig. Und jetzt noch 391 Tage bis zur V3. Die wir auch sofort einstellen. Dauert zwar ein bisschen, aber haben was wenigstens. So. Ja, ich weiß, dass ich Militärfabriken habe, aber das ist jetzt egal. So, das geht seinen Gang. Moment. Die können im Prinzip eigentlich auch gleich loslegen. Wenn die da sind, sollen sie gleich loslegen mit. Hier sind noch weitere. Dann haben wir noch die blauen. Ah ja, die blauen stehen da. Die sind noch nicht. Die müssen ja hier hinten hingehen. Genau. Passt. So, was macht Bolivien? Nicht Bolivien. Kolumbien. Jawohl. Die Panzertruppe hier ist vorgedrungen. Und ihr werdet mal eben ganz schnell dafür sorgen, dass hier ein Flankenangriff passiert. So.
So, und wenn die nämlich von der Seite da reinbrechen, dann sollten die 32 auch schnell vielleicht zugrunde gehen, ne? Was fehlt mir hier? Fehlende Ausrüstung. Ach, irgend so ein Flugzeug, oder? Der Raketenabfangjäger. Nein, ist mir egal. Unsere Offensive läuft gut in USA. Unsere Offensive läuft gut. Ja, gut. Also da sind ja schon einige Einheiten jetzt zurück. So, unten sind ja jetzt auch welche. Gut. Heißt im Prinzip, du gehst auf das und ihr verjagt die. Ja, die verziehen sich da alle schon. So, gut. Na also, wer sagt's denn? Dann braucht ihr das gar nicht mehr so machen. Halt. Achter und Siebener. Ihr greift hier an. Du machst den Weg so und so, um dazu zu machen. Die rücken nach und ihr rückt hier unten rum durch, ne? Ja, wunderbar. Damit ist der Gang zumindest das Nadelöhr schon mal weg. Zum Kriegsgeschehen hier drüben. Ups. Ja, das läuft auch gut. Die Truppen rücken zusammen. Die Panzer kommen hier durchs Gebirge halt noch nicht so gut voran. Aber dafür an den Seiten, wo die ganzen anderen Truppen sind, kommen sie gut voran. Jawohl, da nimmt das Land wird weniger, was ihnen gehört. Hier sieht man halt genau diese Ecke ist halt ganz klar, da kann man nicht durch wegen diesen Felsen oder was, ne? Gott. USA. Hier läuft irgendwas nicht so gut. Ups. Was läuft nicht so gut hier? Ach so. Wo ist es denn jetzt? Hier die drei, ich glaube, ich muss diese Linie da wegmachen. Genau. Und hier unten die Linie hier auch wegmachen. So, damit ich weiß, dass ich die manuell bewegen muss. Und ihr seid noch am Gehen. Und für die Rosanen ist klar, ihr macht diese Linie trotzdem so weiter. Und zwar jetzt so, dass ihr hier durch seid. So, upsala, was ist das denn jetzt? Armee 6, Armee 6. Ach, das ist eine Zweitlinie hat man jetzt. Okay. Bringen wir den Computer mal ganz durcheinander jetzt. Ah, hier Maracaibo. Das kenne ich doch noch aus dem anderen Spiel. Gibt es ja noch das nächste hier. Curaçao, ja, genau. Gibt es ja noch Cartagena oder so? Gibt es die Städte? Da, Cartagena, genau. Haben wir alles schon eingenommen? Das sind alles die Städte, die in Pirates auch vorkamen, ne? Gut. Geht sein Gang, jawohl. Und dann sage ich schon mal. Vielen Dank und wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder, wenn es weitergeht hier bei der Captain lernt von den Besten der Besten der Besten.